Ja, das ist dann Ableitung. Ist die da? Also, das hier ist die da. Enttäuscht. Sechs Übungen zu machen über Studie einer Funktion. Ja, ich auch. Du auch zu Hause. Prima. Wenn irgendetwas ist, meldest du dich. Ja. Und wenn du das irgendwie diskutieren möchtest mit dem Mitschüler, dann meldest du dich auch. Okay, das dann gut. Kommt der Mitschüler hier auf meinem Stuhl. Okay? Okay. Alle, bis gleich dann. Tschüss. Bis gleich. Thank you.
Ja. So ein doofes XO2. Ein doofes XO2. Das heißt, ich kann einmal hier. Vielleicht weniger aggressiv. Jetzt fängst du es an. Super. Echt doppelt abgeleitet. X minus 1 mal x minus 1 mal x minus 1 mal x minus 1 abgeleitet. Der bei den x minus 1 ist jetzt draußen und das andere bleibt drin. Deshalb umkreise ich. Es gibt zum Training, wenn du so eine Funktion ableitest, dann denken, die Formel und schreiben. Wie gefällt dir das selbstgesteuerte Lernen im Matheunterricht? Also das selbstgesteuerte Lernen im Matheunterricht gefällt mir sehr gut. Besonders gefällt mir sehr gut, dass wir komplett eigenständig arbeiten. Das heißt, wir arbeiten komplett in unserem eigenen Rhythmus. Wir gucken die Tutorials alleine, die Helena uns zur Verfügung gestellt hat. Wir können die Übungen selbstständig lösen und mit den Musterlösungen vergleichen. Das heißt, wir arbeiten komplett selbstständig, was uns, denke ich mal, sehr gut auf spätere Studien und so vorbereitet. Und wenn wir mal Hilfe brauchen, ist diese Arbeit in den Kleinteams sehr vorteilhaft für uns, weil wir uns erstmal gegenseitig unterstützen können, was auch später, glaube ich, im Beruf sehr hilfswert ist. Und dann ist der Lehrer trotzdem immer da, der geht ja nicht weg und kann uns immer noch Erklärungen geben und auch jedem individuell die Erklärung geben. Das hilft einem, denke ich mal, viel mehr, wenn sich der Lehrer alleine Zeit für jeden Einzelnen nehmen kann, als nur vor der großen Gruppe was erklären kann. Denkst du, das hat die Mitarbeit beeinflusst und innerhalb der Klasse? Ja, ich glaube, so arbeitet jeder etwas mehr, weil wenn man nur im großen Team arbeitet, dann gibt es manchmal Schüler, die vielleicht etwas gerade nicht machen, weil es sowieso die große Klasse macht und so arbeitet, wird da wirklich jeder für sich selber. Man kann alles auf seinem Tempo perfekt für sich organisieren. Könnte man das auch auf andere Unterrichte übertragen? Ich denke, auf die meisten Unterrichte wäre es übertragbar und auch gut, aber natürlich nicht auf alle. Es gibt immer mehr mündliche Fächer, wo vielleicht die große Gruppe, die Gesamtdiskussion eher gefordert sein sollte. Also was ist selbstgesteuertes Lernen? Also selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich, dass die Schüler selbst entscheiden dürfen, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten und woran sie letztendlich arbeiten. Bei uns im Matheunterricht funktioniert das so, wir kommen in die Klasse und setzen uns erstmal hin, dann nimmt jeder Schüler seine Sachen raus und wenn wir zum Beispiel ein neues Thema anfangen, dann schauen wir uns Tutorials an, die extra von unserem Lehrer gemacht wurden. Dann geht es natürlich an die Übungen und Aufgaben und oft bilden sich dann quasi so Kleinteams, die dann zusammenarbeiten und dann die Übungen versuchen zu lösen. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir manchmal an die Tafel und dann versuchen wir das quasi als ganze Klasse zu lösen. Und natürlich, wenn das auch nicht funktioniert, dann gibt es immer noch den Lehrer, der uns dann natürlich hilft und uns dann auch sagt, wie wir das am besten lösen sollen. Um unsere Antworten dann auch zu überprüfen, dann haben wir Musterlösungen in unserem Handy quasi. Und dann können wir halt nachschauen, ob wir das richtig gemacht haben.
Und ich persönlich finde das halt richtig gut, weil wir halt selbstständig lernen und uns das versuchen, also soweit es geht, versuchen, das gut zu machen und uns selbst quasi sagen, was wir machen sollen. Dann denke ich, ist das gut für Leute, die auch später zur Universität oder zur Hochschule gehen möchten.